Hey liebe Zuschauer, heute gibt es seit langem mal wieder was von Eberlestock. Und zwar habe ich hier das Mini-Me Hydro Pack in Military Green. An der Stelle nochmal vielen Dank an HQG, die mir die Sachen zur Verfügung gestellt haben. Was der kleine Rucksack alles kann und welche Einsatz- und Erweiterungsmöglichkeiten er bietet, das schauen wir uns jetzt im Video mal genauer an. Also viel Spaß! Der Mini-Me von Eberlestock ist ein kleiner Rucksack mit Trinksystem, der sich gut für spontane kurze Outdoor-Touren, die Jagd oder auch für den Alltag eignet. Dazu gleich mehr. Der Rucksack ist 48 cm hoch, 20 cm breit und besitzt eine Tiefe von nur 8 cm. Beim Material wurde, wie man es von Eberlestock Produkten kennt, ein sehr robustes 1000D Nylongewebe verarbeitet. Die Reißverschlüsse sind von YKK und mit hochwertigen Zipperpulls versehen. Insgesamt kommt der Rucksack mit Trinkblase auf ein Gewicht von 1,4 Kilo. Auf der Vorderseite gibt es mehrere kleine Fächer, ganz vorne ein kleines Fach mit wasserabweisendem Reißverschluss, um zum Beispiel die Kopflampe, das Patronenetui oder ähnliches zu verstauen. Im Fach dahinter mit 2-Wege Reißverschluss gibt es etwas Platz zum Organisieren. Ganz links ein Einschubfach mit Klett, hier passt ein kleines iPhone oder das Multitool perfekt rein. Rechts daneben ein Netzfach mit Reißverschluss und dahinter ist noch etwas Platz für ein großes GPS. Für kleine Leuchten oder den Schlüsselbund gibt es außerdem noch einen kleinen Karabinerhaken. Wer ein kleines Stativ oder auch größere Spektive transportieren möchte, der kann dafür das lange Einschubfach darüber benutzen. Hier hat mein großes 100mm Spektiv nur ganz knapp reingepasst und ich musste auf den Inhalt im kleineren Fach ganz vorne verzichten. Hier muss man sich gut überlegen, was man im Rucksack mitführt und was vielleicht doch noch in die Beintasche passt. Mit kleineren Optiken ist man hier besser bedient und alle Fächer können verwendet werden. Für eine Thermosflasche ist das Fach übrigens auch sehr gut geeignet. Neben dem Schnellverschluss für das längliche Fach gibt es in der Mitte noch einen Kompressionsriemen, um die Ladung zu fixieren bzw. zu komprimieren. Wie man es von Eberlestock kennt, befindet sich hier an jedem Riemen etwas Velcro, um überschüssige Längen zu fixieren. Über die drei Molle-Schlaufen an den Seiten wird der optional erhältliche Bogenträger befestigt. Links dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Ich habe die Schlaufen dafür verwendet, meinen Thermacell anzubringen oder um meine Kappe mittels Grimlock außen zu befestigen. Darunter befinden sich links und rechts kleine Reißverschlussfächer, in denen sich die Gurte befinden, mit denen der Rucksack um die Hüfte fixiert wird. Kommen wir zu einem weiteren Feature, dem integrierten Bird bzw. Gamebag für die Jagd im Bodenfach. Er wird über die Front des Rucksacks gelegt und dann über zwei kleine Karabiner links und rechts an den D-Ring der Schultergurte befestigt. Die beiden V-förmig verlaufenden Riemen mit Schnellverschluss unterstützen das Netz zusätzlich. Zum Fixieren der Ladung kann außerdem noch der Kompressionsriemen verlängert werden und über dem Netz festgezogen werden. So sitzt das gefüllte Netz noch besser und schwingt bei Bewegung weniger mit. Neben dem Transport von Federwild oder kleinerem Haarwild eignet sich das Netz auch sehr gut für nasse Kleidung, nasse Schwimmausrüstung oder einfach nur für Zusatzbekleidung wie zum Beispiel eine leichte Jacke. Verschlossen wird das Netz über einen einfachen Kordelzug mit Kordelstopper. Beim Verstauen des Birdbags ist mir aufgefallen, dass sich die beiden schwarzen Karabinerhaken nur schwer lösen lassen. Wenn man den Pusher des Karabinerhakens allerdings seitlich nach außen drückt, kann man den Karabiner leichter abziehen und erspart sich die Fummelei. Kommen wir zum Hauptfach, das ebenfalls mit einem 2-Wege Reißverschluss ausgestattet ist. Hier befindet sich im Auslieferungszustand eine große 3 Liter Source Trinkblase in Olivgrün. Anscheinend hat Eberlestock bei der Kooperation mit Source hier allerdings auf die Klickverschlüsse an Schlauch und Trinkblase verzichtet, was ich persönlich aber nicht so schlimm finde. Hier nochmal der Unterschied, rechts mit Klicksystem und links ohne Klicksystem. Wer die Source Trinkblase noch nicht kennt, findet in der Beschreibung einen Link zu einem Testbericht von mir. Die Trinkblase wird nach dem Befüllen hinter dem Einschubfach mit Gummizug eingespannt und sitzt hier auch ohne Haken oder Klettverschluss sehr gut. Durch die mittig liegende Öffnung wird der Trinkschlauch aus dem Fach geführt und kann dann links oder rechts am Schulterriemen befestigt werden, wobei hier nur an dem linken Riemen eine richtige Durchführung verarbeitet worden ist. Auf der rechten Seite bleibt es bei einer kleinen Schlaufe. Weiter im Hauptfach, hier gibt es schon etwas mehr Platz, allerdings beschränkt sich der Raum nur auf kleinere Gegenstände, wie zum Beispiel eine kleine Fertigmahlzeit, den Gehörschutz und ein Fernglas.
Für einen reinen Outdoor-Kurztrip ohne Übernachtung im Sommer passt aber auch das Kochgeschirr inklusive Essen, Kaffee und Gaskocher ins Hauptfach. Dadurch, dass die Fächer für den Birdbag und die Hüftgurte ins Hauptfach eingenäht sind, geht im verstauten Zustand natürlich etwas Platz verloren. Everlestock gibt beim Volumen für das Hauptfach 6,5 Liter an und beim Gamebag 14,7 Liter. Ich nehme an, dass die 6,5 Liter im Hauptfach nur mit ausgebreiteten Gamebag erreicht werden. Schauen wir uns mal das Tragesystem des Rucksacks an. Hier gibt es zwei einfache, aber relativ dick gepolsterte Mesh-Polsterstreifen, die einen kleinen Kanal für die Belüftung formen. Im Bodenbereich sind sie nochmal etwas verstärkt, um vor Abnutzung zu schützen. Die Trageriemen sind dabei relativ dünn gepolstert und besitzen eine angenehme Breite. Der Brustgurt ist über Slide-on-Tubes stufenlos einstellbar und wird per Schnellverschluss geschlossen. Darüber wurde auf jedem Schulterriemen eine kleine Gumminetzfläche eingearbeitet, die dem Schaft bzw. Kolben beim Anschlag etwas mehr Grip gibt. Ganz unten an den Trageriemen befinden sich noch Schlaufen, die für Karabiner genutzt werden können oder um sein Fernglas mit einer Leine gegen Rumbaumeln zu fixieren. Schauen wir uns jetzt aber mal an, wofür der umlaufende Reißverschluss ist, zu dem ich noch nichts gesagt habe. Hier versteckt der Minimi die nächste Erweiterungsmöglichkeit. Nach dem Öffnen des Reißverschlusses wird ein tunnelartiges Fach hinter dem Hauptfach freigelegt und man hat die Möglichkeit, optional erhältliche Futterale einzusetzen. Über zwei Reihen Molle im Inneren des Tunnelfachs wird das Futteral mit den zwei mitgelieferten Clips und einem Riemen fixiert und gehalten. Wer auf die Clips verzichten möchte, kann auch nur den Riemen des Futterals verwenden. Das A2LS Sniper Futteral, das ich verwende, ist sehr gut verarbeitet und besitzt im Gegensatz zum A2SS auch einen vierwandigen Aufbau. Dadurch ist neben Flinten auch genug Platz für Repetierbüchsen mit größeren Optiken. Dazu gibt es Molleschlaufen auf der Vorder- und Rückseite und noch eine robuste Gummiverstärkung am Boden mit Ablaufösen. Das Innenfutter ist einfach gehalten und besteht aus glattem Nylongewebe. Über die Fastex-Schnallen kann noch ein optional erhältliches Guncover befestigt werden, um den Schutz zu erhöhen. In meinem Fall hier das schmale JSTC-Cover. Es ist längenverstellbar und besitzt einen innenliegenden Überzug für Extraschutz. Ohne ein Cover ist der Zugriff auf die Waffe auch während des Tragens möglich, um zum Beispiel bei Erreichen des Jagdgebietes nicht den Rucksack absetzen zu müssen. Hier sollte darauf geachtet werden, dass der Trinkschlauch nicht über die Öffnung des Futterals ragt. Insgesamt eignet sich der Rucksack mit seinen Erweiterungsmöglichkeiten sehr gut für kleine Outdoor-Trips, die Jagd, sportliche Aktivitäten oder sogar um ein Stativ beim Filmen oder Fotografieren zu transportieren. Kommen wir zum Fazit. Ja, liebe Zuschauer, da bin ich schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Von mir jetzt noch schnell die positiven und negativen Punkte und dann war es auch schon wieder. Positiv ganz klar die Vielseitigkeit und die vielen Erweiterungsmöglichkeiten. Die Materialien und die Verarbeitungsqualität ist wie immer top bei Eberle-Stock. Bei den negativen Punkten habe ich, dass man den Birdbag nicht abnehmen kann und dass beim Tunnelfach oben und unten nicht noch ein Verschluss verarbeitet worden ist, um das System auch ohne Waffentragesystem zu erweitern. Ansonsten kann ich nicht meckern. Schaut mal bei HQG vorbei und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also macht's gut.